yeah, Elektrostadt. Liebe Freunde, ich melde mich nochmal aus dem Urlaub, weil ich mit euch über ein wichtiges Thema reden will. Und zwar über... Nein, nicht über... Nicht über das. Nein, das war das andere Thema, da reden wir ein andermal drüber. Heute soll es um das Fatlight gehen. Was ist das Fatlight? Das Fatlight ist der Nachfolger des Ponylight. Das Ponylight war, wie treue Zuschauer wissen, ein LED-Strip-Controller, den ich für das Zauberpony gebaut habe. Und das Ponylight hatte ein paar Probleme. Erstens, es hat einen USB-Anschluss und ich hätte lieber was Drahtloses, was mit Bluetooth. Zweitens, wie wir beim Einsatz im Ponystall gemerkt haben, war die Wahl der Darlingtons als Transistoren gar nicht so wahnsinnig gut. Da wären MOSFETs cooler gewesen. Und drittens, Layout-Überarbeitung, weil, ich habe es in meinem letzten Video schon erwähnt, ich habe mir den ganzen Krempel gekauft, den man braucht, um selber Platinen zu ätzen. Und man braucht natürlich dafür auch ein Testprojekt. Und das Testprojekt, das wäre das Fatlight. Weil, wenn das Pony was zum Licht bekommt, wird es ein Ponylight. Wenn der Dicke was bekommt, Fatlight. Gut. Warum mache ich darüber jetzt ein Video? Ganz einfache Kiste. Ich werde demnächst ein Video machen, wo es um diesen ganzen Platinen-Netz-Graffel-Kram geht. Ja? Und ich möchte einfach schon mal die Grundlagen des Fatlight aus dem Weg haben, damit wir über die beim nächsten Mal nicht mehr reden müssen. Und deswegen ein kurzes Video zur Einführung, was das Fatlight ist. Das hier ist das Fatlight im aktuellen Zustand. Da haben wir hier drei MOSFETs. Das sind IRF 540N. Die haben den Vorteil, dass sie bei 5 Volt schon schön durchschalten. Da ist so ein Test-LED-Strip dran. Der Prozessor ist diesmal ein Atmega 32.8. Den habe ich deswegen gewählt, weil der deutlich mehr Speicher hat als der Tiny, den ich beim Ponylight verbaut habe. Das heißt, da kann ich mehr in der Software spielen. Hier sehen wir so ein kleines Chinesen-Bluetooth-Modul. Das ist ein HC05-Modul. Hier habe ich noch so ein paar Buttons und was die machen, das erkläre ich gleich noch. Vorher vielleicht mal einen kleinen Blick, ja, nur so einen kleinen Blick auf die Theorie von dem Zeug. Ja, ich weiß, Schaltpläne auf dem Bildschirm zum Abfilmen sind jetzt nicht so der Knaller, aber ich wollte es zumindest mal kurz gezeigt haben. Das Eagle-File habe ich diesmal einfach ein bisschen schöner aufgebaut als sonst. Also wirklich mit so einer Trennung in die verschiedenen logischen Bereiche von dem Ding. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn man Eagle richtig benutzt. Den Schaltplan hier, den findet ihr bei meinem GitHub-Repository zum Download. Auch als PDF, wenn ihr keinen Eagle habt, einfach nur mal so zum Reinschauen. Ich verlinke das hier unten da unter dem Video. Der Schaltplan ist aber eigentlich nur halb so witzig. Das, was wirklich ganz putzig ist und was ihr natürlich auch bei GitHub findet, ist das Platinen-Layout. Es wird also eine Platine werden, deswegen in dem Format 100x75, weil das so Standard-Platinengrößen sind. Da nehme ich dann einfach eine ganze, da muss ich nicht irgendwie dann rumschnippeln. Ja, und halt mit Leiterpannen gelegt und Groundplane und FUBA und allem. Und sieht doch richtig hübsch aus, oder? Mann, so für meine erste Platine. Ich bin mal gespannt, ob ich das so geätzt und gebastelt bekomme. Ihr seht jetzt hier ein serielles Terminal, das direkt über Bluetooth an das Ponylight geht. Und was man jetzt hier sieht, ich kann jetzt hier Kommandos eingeben. Zum Beispiel kann ich ein Kommando eingeben, um die Geschwindigkeit des Fadings einzustellen, wenn man faden will. Das macht man mit dem Befehl Delay und da kann man sagen, wie stark verzögert werden soll. Ich mache mal 3. Und dann kann ich sagen, welche Farbe ich haben will. Das mache ich mit dem Befehl Set. Ich nehme jetzt beispielsweise mal Rot. Das sind jetzt HTML-Farbcodes. FF0000. Und um die Wirkung zu zeigen, fahre ich euch mal hier rüber. Wenn ich jetzt nämlich auf Enter drücke, fadet der ganze Kram nach Rot. Und ja, ich kann jetzt jede beliebige solche Farbkonfiguration, die ich habe, mit dem Befehl Store in verschiedene Speicherbänke schreiben und abspeichern. Und die ersten 3 Speicherbänke kann ich mit diesen Knöpfen hier wieder abrufen. Und das Witzige ist, dass ich nicht nur die Farbe, die ich gespeichert habe, abrufen kann, sondern auch zu jeder Farbe die Parameter für die Fading-Geschwindigkeit und ob es direkt gesetzt werden soll oder ob es faden soll. Also wenn man sich das hier mal anschaut, hier haben wir zum Beispiel einen Grün, wo er hinfadet. Hier haben wir einen Orangen, der direkt gesetzt wird ohne Fading. Und hier haben wir einen Türkisen, zu dem ganz langsam hingefadet wird. Finde ich ehrlich gesagt ganz witzig, könnte ich mir stundenlang anschauen. Ja, genau. Das ist es, was ich jetzt habe.
Das nächste Mal, wenn ihr das seht, wird es auf eine richtige Platine gebracht und ich kümmere mich jetzt erstmal um die wichtigen Dinge im Leben. Also ich lese jetzt Sartre oder Nietzsche oder sowas. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.